Herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Ofenklöße. Sie haben richtig gehört, das sind Klöße, die werden im Ofen gegart und nicht auf dem Herd im Topf. Ich habe dazu vorbereitet 6 altbackene Semmeln. Natürlich können Sie bei mehr Personen auch 12 oder 18 altbackene Semmeln nehmen. Die habe ich in Würfel geschnitten. Weiterhin brauchen wir dazu eine Zwiebel und Petersilie, die in Butter angedünstet ist. Habe ich auch schon vorbereitet. Das gebe ich oben drüber. Sie brauchen 5 Eier dazu. Die Eier schlagen Sie immer vorher einzeln auf. Schauen, ob das Ei in Ordnung ist. Dann können Sie es dazugeben. Sollte mal ein Ei nicht gut sein, kann ja mal passieren, dass mal ein Ei angebrütet ist. Gerade wenn Sie Freilandeier kaufen oder Bio-Eier kaufen, ist es ja immer mal möglich, dass ein Ei vielleicht auch nicht so bald gefunden wird, wie es gefunden sein sollte. Einfach Ihre Eier überprüfen, dass alles okay ist damit. Einzeln aufschlagen und einzeln dazugeben. Denn wenn Sie jetzt hier oben das Ei direkt auf die Masse geben, wäre jetzt eigentlich die ganze Masse verdorben, wenn ein Ei nicht in Ordnung wäre. Ich gebe also die Eier mit drauf dazu. Wir brauchen Milch und Sahne zu gleichen Teilen, jeweils 150 Milliliter. Ich stelle es der Einfachkeit halber auf die Waage. Und dann noch Salz und Pfeffer. Ja, es dürfte ungefähr halber bis dreiviertel Teelöffel Salz sein. Muskatnuss darf nicht fehlen. Und dann wird diese Masse, die ich jetzt hier in meiner Schüssel habe, zusammen verarbeitet. Wenn Sie es von den Semmelklößen gewohnt sind, so dürfen Sie nicht arbeiten. Man soll hier die Semmeln noch erkennen, die Semmelstücke. Der Teig wird also nicht geknetet, sondern nur locker vermischt. Dann können Sie mal 5 Minuten stehen lassen. Und nach den 5 Minuten formen wir da schon die Klöße draus, setzen die auf ein Backblech und backen die im Ofen. Diese Backofenklöße oder diese Ofenklöße können Sie ganz verschiedenartig variieren. Was auch sehr gut schmeckt, wenn Sie ausgelassenen Speck noch mit reingeben. Also wenn Sie die Zwiebel und Petersilie andünsten, könnten Sie auch noch Speckwürfel mit auslassen. Und dann als vegetarisch ist es dann nicht mehr, aber als Hauptgericht essen mit einer Tomatensauce dazu, einen schönen Salat dazu, schmeckt ganz toll. Sie können, haben auch den Vorteil, dass Sie jetzt halt hier im Umluftofen nicht nur wie auf dem Herd in einen Topf 6 oder 8 Klöße reinbringen, sondern Sie können da auch mal 12 oder 18 Klöße auf einmal in den Umluftofen reinstellen und haben eben nicht so viele Herdplatten besetzt. Denn da ist oft das Problem, wenn man ein Fest hat und viele Gäste, wohin mit den vielen Töpfen. So, unser Teig ist jetzt ein paar Minuten gestanden. Jetzt fange ich an, die Klöße zu formen. Ich mache mal dazu die Hände feucht. Es geht immer leichter. Ich nehme hier so eine Größe voll raus und drücke den Kloß wie einen normalen Kloß zusammen und setze ihn also auf ein Backblech und eben gebe ihm nicht ins Wasser. Es steht Ihnen natürlich frei, hier verschiedene Größen zu machen. Sie können auch kleine Klöße machen. Je nachdem, wie Sie es gern haben möchten. Vielleicht freuen sich auch die Kinder, wenn sie 2 kleinere Klöße für sich bekommen. Aber Sie sehen, durch die Zutaten und dadurch, dass die Klöße einfach im Moment auch stehen, halten sie sehr gut zusammen. Sie dürfen ruhig ein bisschen drücken. Gucken, dass wir sie alle aufs Blech drauf bekommen. Und das ist natürlich auch was, was Sie gut vorher vorbereiten können. Sie können die Semmeln schneiden,
Sie können Ihre Zwiebeln vorbereiten und die Petersilie. Eigentlich können Sie alles vorbereiten und formen Sie dann aus und geben Sie dann aufs Blech. Den Ofen habe ich vorgeheizt auf 175 Grad. Ich habe Umluft, denn wenn Sie mehr Personen haben, können Sie ja auch zwei auf einmal reinschieben. Und dann geben wir sie jetzt in unseren Ofen rein. Zur Garzeit muss ich noch sagen, man kann natürlich nicht sagen, sie brauchen 10, 15 oder 20 Minuten. Das ist natürlich abhängig davon, wie groß sie ihre Klöße formen. 10 Minuten für die Kleinen würde ich sagen ist Minimum und nach 20 Minuten sind auch die Großen durch, denn die 175 Grad sind ja doch eine stolze Temperatur. Und das Brot war ja schon gegart, es geht nur darum, dass Milch und Eier und Sahne, dass die noch ja, auch die 100 Grad erreichen und stocken und dann den Kloß zusammenhalten. Jetzt wollen wir mal gucken, was unsere Ofenklöße machen und ich bin gespannt, ob sie Ihnen gefallen. Schmecken tun sie auf jeden Fall. Schauen Sie sich das an. Ist es nicht ein Gedicht? Die warten jetzt einfach auf eine gute Beilage, wie zum Beispiel unsere Rouladen und das Blaukraut. Und dann wünsche ich Ihnen einen guten Appetit. Wow!